Hallo und herzlich willkommen zum Navi-Unterricht. Licht macht wach. Licht macht hell. Licht macht froh. Mit Licht arbeitet dein Kopf besser. Licht hilft, damit du gesund bleibst. Licht sorgt für den Sauerstoffnachschub in der Luft. Ohne Licht wäre das Leben auf der Erde nicht möglich. Und die Sonne als wichtigste und stärkste Lichtquelle haben wir in den letzten Stunden schon ein paar Mal kennengelernt und sind uns mit der nochmal von vorn. Fick. Ohne das Licht wäre das Leben auf der Welt nicht möglich. Und die Sonne als großes Thema haben wir in den letzten Stunden schon oft thematisiert oder am Rande mit thematisiert. Und ihr wisst, draußen zu sein bei Tageslicht ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Gerade im Hinblick auf Vitamin D. Ihr wisst das sicherlich schon, Vitamin D kann nur gebildet werden, wenn man mit Sonnenlicht im Zusammenhang ist. Und wir bauen im Sommer so eine Art Vitamin D-Speicher auf, den wir mit uns mittragen und über diese Wintermonate dann davon sozusagen zehren. Und es gibt eine indische Studie, die besagt, dass auch Corona-Verläufe zum Beispiel viel weniger stark verlaufen, wenn man einen ausreichenden Vitamin-D-Haushalt hat. Hat natürlich was damit zu tun, dass Menschen, die sich draußen viel bewegen, auch so insgesamt wahrscheinlich gesünder sind als Menschen, die den ganzen Tag drin hocken und deswegen auch Corona-Verläufe deswegen schlecht laufen können. Aber nichtsdestotrotz, man braucht die Sonne, wir brauchen die und auch eure innere Uhr. Ja? Also wir haben alle eine innere Uhr, ein sehr, sehr schönes Thema für die nächsten Stunden oder für eine nächste Stunde. Und die brauchen die Sonne dafür. Und an der Stelle denke ich immer so an die Leute, die am nördlichen Polarkreis wohnen, Norwegen dort oben oder Finnland, die nur vielleicht eine halbe Stunde Sonne am Tag haben, wie schlecht es denen gehen muss. Wie mies gelaunt die auch sein müssen. Haben ja auch eine sehr hohe Selbstmordrate. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, die Tage sind wieder länger geworden, wenn ich daran denke, Ende Dezember war meistens schon so Weihnachten rum 16 Uhr schon dunkel, man konnte überhaupt gar nichts mehr so richtig machen, dann so, man musste alles vorher schon erledigen, jetzt ist es schon bis 17 Uhr hell, das heißt, man kann also sogar noch 16 Uhr noch raus und kann noch eine Stunde was machen und das ist echt großartig und ich freue mich jetzt schon, jeden Tag wird es ein bisschen länger und die Sonne kann uns ins Gesicht lachen. Nicht, dass ihr denkt, die Sonne ist nur positiv, sie verursacht auch Sonnenbrand, Hautkrebs und noch viel schlimmer, sie hat den Schneemann von Herrn Korinthik getötet. Ein Mörder! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Navi-Stunde. Oh, da stimmt doch was nicht. Jetzt ist besser. Die erste Frage, die wir uns heute stellen, was ist Licht überhaupt? Und Licht ist streng genommen eine Energie. Und diese Energie breitet sich in alle Richtungen aus. Und es ist eine elektromagnetische Welle. Obwohl, es gab einen Streit in der Wissenschaft, und zwar im 17. Jahrhundert, 17. und 18. Jahrhundert, so eine Grenze zwischen folgenden Herren. Zum einen, ich liebe Gold, mein Name ist Christian Huygens, und meiner Meinung nach ist Licht eine Welle. Christian Huygens ist der Begründer der Wellentheorie. Und zu der damaligen Zeit gab es aber einen Streit mit einem anderen Herrn aus Großbritannien. Und zwar folgenden. Hello, my name is Isaac Newton. Es spielt mir keine Rolle, dass ich bis Ende meines Lebens Jungfrau war. Ich wollte sagen, ich meine, dass Licht schnelle, sehr schnelle hintereinander folgende leichte Teilchen sind. Weil Isaac Newton derzeit allerdings in der Wissenschaftswelt so ein bisschen mehr angesehen war, hat man damals mehr ihm Glauben geschenkt und die Teilchentheorie war im Vordergrund. Da gab dann aber später dann eine ganze Menge Experimente, die eher gezeigt haben, dass Licht eine Wellenlänge ist, bis dann Max Planck letztendlich das Quant entwickelte oder das Quant postulierte und der großartige Albert Einstein an der Stelle sagte, dass oder feststellte in mehreren Experimenten eigentlich, bewies, dass Licht, und jetzt kommt's, sowohl eine Wellenlänge als auch als Teilchen gesehen werden kann. Also beide Eigenschaften eine Eigenschaft von beiden Sachen hat. Und so betrachten wir auch Licht heutzutage. Licht ist nämlich furchtbar, furchtbar schnell.
Es ist, um genau zu sein, die schnellste Größe, die wir momentan kennen. Es sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt also, von der Sonne bis auf die Erde braucht das Ganze 8 Minuten und 19 Sekunden, also ein Lichtquant sozusagen. Ein Photon braucht 8,8 Minuten und 19 Sekunden von der Sonne bis auf die Erde. Das ist ultraschnell. Wenn man sich das mal vielleicht für uns vergegenwärtigt, wenn wir von den Alpen bis an die Ostsee fahren, dann sind das ungefähr 900 Kilometer. Ja, und dazu brauchen wir im Auto, sage mal ich, weil ich immer mal wieder pullern muss und anhalten brauche, brauchst du 9 Stunden. Euer Vati braucht wahrscheinlich viel weniger, der ist ein alter Raser. Aber wenn man das mal ausrechnet, wie lange Licht braucht, dann würde man sagen, wir rechnen das mal kurz aus, 900 Kilometer durch 300.000 Kilometer pro Sekunde, dann ergibt das, ach du Scheiße, 0,03 Sekunden. So heißen, ein Licht braucht von den, während wir 9 Stunden brauchen mit dem Auto, oder ich, oder C, braucht unser Lichtquant 0,003 Sekunden von den Alpen bis an die Ostsee. Das ist doch Wahnsinn. Also ist es richtig schnell. Die Sonne ist eine natürliche Lichtquelle, die einzige, die wir kennen. Und wir haben das in vielen, vielen Unterrichtsstunden der letzten Wochen auch schon in vielen Experimenten gesehen. Wir haben eine großartige Übersicht erstellt, die leider bei uns nur im Navi-Raum hängt. Obwohl das eigentlich eine gute Idee wäre, wenn ich die mal zusammenfassen würde für euch nochmal in dem nächsten Video. Das machen wir Montag. Da fassen wir das nochmal zusammen. Alles, was wir zu der Sonne sozusagen aufgeschrieben haben, da braucht ihr dann eure Aufzeichnung. Dann werden wir nochmal alles zusammenpacken. Und künstliche Energiequellen sind natürlich Kerzen oder so eine wunderschöne Glühlampe, wie wir sie hier haben. Licht als solches kommt uns ja jetzt hier eher weiß vor oder farblos, wenn man so möchte. Könnt ihr es nicht sehen. Tatsächlich besteht natürlich Licht aus vielen, also das ist unser sichtbares Licht, aus vielen verschiedenen Farben. Und die kann man sehr, sehr schön sehen an einem Regenbogen oder wenn ihr selbst einen Regenbogen macht, natürlich, ne, wenn ihr in der Sonne sozusagen hier den Wasserschlauch so nach oben haltet. Dann kann man das auch, aber man kann es auch mit einem Prisma und das ist ein Experiment, was wir jetzt mal versuchen. Wir versuchen jetzt mal gleich das Licht über, mit einer Taschenlampe über so, durch so ein Prisma zu schicken und an der Wand zu projizieren und zu gucken, in welche Form des Lichts sich das aufspaltet. Um das sichtbar zu machen, müssen wir allerdings das Licht ausmachen. Hier auch. Könnt ihr mich sehen? So, die Taschenlampe, ne, und hier habt ihr das Prisma und wenn man jetzt die Taschen, das Licht in dieses Prisma reinleuchtet, dann könnt ihr da drüben an der Wand, gucken wir jetzt mal ein bisschen tiefer, da drüben an der Wand das. So, jetzt könnt ihr das sehr schön sehen, dort hinten an der Wand. Da haben wir lila am Anfang, dann ein Blauton, da muss ich ein bisschen bewegen, kann man blauer ahnen, dann grün, dann gelb und dann rot. Ne? Lila hat die kürzeste Wellenlänge, dann blau. Gelb und grün in der Mitte, also grün-gelb und die roten Strahlen haben die längsten Wellen, sind die längsten Wellen mit fast 750 Nanometer. So sieht's aus. Einmal aufgespalten. So, Licht wieder an. Auf der Seite 27 in eurem Lehrbuch ist auf der linken Seite ein schöner Text über UV-Licht, auf der rechten Seite ein kleiner über infrarotes Licht und diese beiden Seiten, also diese beiden kleinen Texte, lest ihr euch bitte durch. Die Abbildung darunter, das Lichtspektrum, dieses kleine, was darunter ist, diese kleine Grafik, das ist die Aufgabe, die ihr heute abzeichnen sollt. Na, also diese kleine Grafik, die darunter ist. So. Und hier könnt ihr sehr gut sehen, ne, das sichtbare Licht, nochmal, in welchen Wellenlängen wir das sichtbare Licht haben, zwischen lila und rot, was dazwischen ist. Und ihr seht sehr schön, dass in der einen Seite bei den kürzeren Wellenlängen natürlich dann in die Richtung UV-Strahlung oder Röntgenstrahlung reingeht. Ihr wurdet sicherlich schon mal geröntgt, ja, also da werden solche Strahlungen benutzt. Und UV-Strahlung ist deswegen interessant für eine der nächsten Stunden, weil ja UV-Strahlung letztendlich dafür verantwortlich ist, dass wir Hautkrebs zum Beispiel kriegen könnten. Und unsere Ozonschicht, die wir um unsere Erde drumherum haben, in der Stratosphäre, noch über diesen Treibhausgasen, die wir letzte Stunde hatten, hat die Aufgabe des Ozons, dieses UV-Licht zu filtern. Wenn natürlich die Ozonschicht
Schicht zerstört wird, durch unser menschliches Handeln, kommt natürlich dieses UV-Licht auf unsere Erde und kann uns lebensgefährlich verletzen. Deswegen müssen wir im Sommer mal sehr gut Sonnencreme beachten. Sehr gut. In die andere Richtung, in die längeren Wellenlängen, geht es dann natürlich jetzt in den Infrarotbereich. Ne? Also zum Beispiel manche Schlangen können ja Infrarot wahrnehmen, die Tiere sowieso und manche Tiere. Und dann natürlich in den Bereich der Mikrowellen, beziehungsweise sogar dann in den Bereich der Rundfunkwellen. Ne? Also das geht dann sogar weiter, bis wir dann zu den Rundfunkwellen kommen, über die wir dann sozusagen auch Radio verschickt haben oder verschicken. Ja, wir haben es eigentlich verschickt, das nutzt man eigentlich gar nicht mehr so, weil vieles übers Internet jetzt läuft. Sehr schön. Schau mal hier, eine ganz gewöhnliche Dose. Braucht einen Hammer und einen Nagel. Das ist jetzt wichtig. Und in diese Dose, es geht natürlich auch mit einem Bohrer, machen wir kleine Löcher rein, überall. Und dann könnt ihr die über so eine Glühbirne packen. Und zack, habt ihr euch eine schöne Lampe gebastelt. Was man hier jetzt natürlich auch an solchen Sachen auch feststellen kann, ist natürlich, dass man hier sieht, dass das Licht sich in alle Richtungen ausbreitet. Ne? Das ist von der Vorstellung her, wenn das unsere Sonne ist, dann ist es natürlich nicht so, dass jetzt hier ein Sonnenstrahl, die kann man ja nicht sehen, die Sonnenstrahlen, also man kann sie nur theoretisch wahrnehmen, weil die wahrscheinlich so schnell sind, fürs Auge gar nicht wahrnehmbar, das hat man schon gehabt, dass man das gar nicht als Strahl wahrnehmen kann, sondern eher als Lichtmantel. Ja, das wäre die Art und Weise, wie man es vielleicht besser wahrnehmen könnte. Also es geht ein Lichtmantel von der Lichtquelle hinaus heraus. Und wenn wir jetzt auf einen einzelnen Lichtbündel schauen, ne, dann können wir auf eine bestimmte Eigenschaft dieses Lichtbündels hinausführen, nämlich, dass er klein anfängt und immer breiter wird. Sehr schön kann man das sehen mit der Taschenlampe. Ich mache dazu auch nochmal Licht aus. Hinten auf die Jalousie. Na, jetzt ist der Lichtkegel hier ein Viereck in der Größe. Und wenn ich näher rangehe, dann ist natürlich der Lichtkegel ganz klein, auf einer ganz kleinen Fläche. Und gehe ich weiter weg, dann wird der Lichtkegel immer größer. Man kann es an dem Viereck dort auch schon sehr schön sehen. Das heißt, am Anfang der Lichtquelle ist es relativ eng und wird dann immer breiter. Eine typische Eigenschaft für Lichtquellen, ihr Hübschen. Wir sind jetzt ein bisschen schon in die Physik eingedrungen des Lichts. Wir haben uns damit beschäftigt und ich kann mir vorstellen, dass das für euch in der 5. Klasse sehr, sehr, sehr fantastisch klingt, wenn wir von Licht sprechen, obwohl es uns ja eigentlich täglich umgibt. Und wir haben heute den ersten Schritt gemacht. Wir wissen, dass Licht jetzt nicht nur aus weiß ist, sondern aus verschiedenen Farben besteht, verschiedene Wellenlängen besteht, die wir als Farben wahrnehmen können in unserem sichtbaren Licht. Lila, Blau, Grün, Gelb und Rot. Die haben unterschiedliche Wellenlänge. Auch die werden unterschiedlich reflektiert und spielen eine Rolle darin, wie wir Farben wahrnehmen können. Das ist nämlich wichtig, wie können wir Farben wahrnehmen. Warum ist das hier gelb? Es liegt natürlich daran, dass hier gelb reflektiert wird, also das Licht, was die Wellenlänge gelb hat, wird hier reflektiert, alle anderen werden aufgenommen. Und wenn ihr jetzt natürlich etwas Schwarzes habt, wie in diesem Fall, da werden alle Wellenlängen sozusagen aufgenommen und verschluckt, deswegen ist es schwarz. Ist etwas weiß, wie zum Beispiel dieses Blatt Papier, dann werden alle Wellenlängen wieder reflektiert und dadurch entstehen dann Farben. Rot natürlich, rot wird reflektiert, alle Farben sind sozusagen aufgenommen. Und ganz genau, wenn man das jetzt mal gut betrachtet und den kleinen Bogen zu unseren Pflanzen spannt, Pflanze, warum ist eine Pflanze grün? Richtig, es werden alle Farben aufgenommen. Blau, lila, gelb, rot aufgenommen und grün wird reflektiert. Das heißt, das grüne Licht bei der Photosynthese interessiert die Pflanze eigentlich nicht. Sie nimmt alle anderen Wellenlängen auf, das Grün wird reflektiert und deswegen sind Pflanzen grün, weil das grüne Licht reflektiert wird. Und wie das Ganze funktioniert, warum wir das so wahrnehmen, in unserem Auge ist ein Thema für, vielleicht für die nächsten Stunden. Aber Montag erstmal eine schöne kleine Zusammenfassung zu unserem Großhalbjahr. Wir werden nochmal über die Sonne sprechen, werden nochmal versuchen, alles in eine Abbildung zu packen, sodass wir dieses erste Schulhalbjahr gemeinsam, was ja natürlich erstmal gemeinsam begonnen hat in der Schule und jetzt hier im Distanzunterricht geendet hat, vielleicht einen krönenden Abschluss findet. Kinder? Wir sehen uns. Bist du schon auf der Sonne gewesen? Nein? Dann brich dir aus einem Besen
ein kleines Stück Spazierstock heraus und schleich dich heimlich aus dem Haus und wandere langsam in aller Ruhe immer direkt auf die Sonne zu. So lange, bis es dunkel geworden, damit dann öffne dein Taschenmesser, damit dich kein Mörder ermorden. Und wenn du die Sonne nicht mehr erreichst, dann ist es fürs erste Mal schon besser, wenn du dich wieder nach Hause schleichst. Joachim Ringelnatz.